Eine Legende lebt in den Wäldern Nordamerikas. Bigfoot, ein Nachfahre eines urzeitlichen Riesenaffen. Das Rätsel um dieses Wesen ist bis heute nicht gelöst. Können Fußabdrücke und Filmaufnahmen die Existenz des legendären Tieres beweisen? Die Experten streiten darüber. Es ist ein nordamerikanisches Säugetier. Eine physiologische Unmöglichkeit. Gibt es einen letzten Beweis dafür, dass Bigfoot existiert? Das rätselhafte Wesen wurde bereits vor einem Jahrtausend gesichtet. Die Ureinwohner Nordamerikas gaben ihm den ersten Namen: Sasquatch. Wir haben Beschreibungen von Sasquatches seit 1839. 2,5 Meter groß und 350 Kilo schwer. So wird der riesige Primat beschrieben. Wir sprechen über ein sehr großes Tier. Anders als ein Gorilla geht dieses Wesen immer auf zwei Beinen. Die meisten Wissenschaftler sagen, das könnten nur Menschen. Doch es gibt zahlreiche Berichte von Augenzeugen. Wenn mir ein Bigfoot beschrieben wird, weiß ich, worauf ich achte. Jedes Jahr kommt es in Nordamerika zu zahlreichen Begegnungen mit Bigfoot. Dr. John Bindernagel ist Biologe und war Berater der UNO. Er hat 10 Jahre mit der Untersuchung des bestehenden Materials zugebracht und zeichnet ein erstaunliches Bild. Für mich ist Bigfoot ein reales nordamerikanisches Säugetier. Es hat lange Arme und ein flaches Gesicht, oft tiefliegende Augen, vielleicht Brauenwülste. Die flache Nase hat oft nach außen gerichtete Nüstern, die Lippen sind dünn, die Ohren fast immer von Haaren bedeckt, die Schultern breit. Dr. Bindernagel hat etwa 200 Augenzeugenberichte von Begegnungen mit Bigfoot ausgewertet. Darüber hinaus gibt es mehr als 2000 weitere Berichte aus ganz Nordamerika. Zu den meisten Sichtungen kam es an den Küsten und in den Bergen im Norden der USA und in Kanada. Menschen begegnen Bigfoot jeden Monat in Nordamerika. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Tim Martindale, ein passionierter Wanderer, will eine solche Begegnung gehabt haben. Ich zittere noch immer bei dem Gedanken daran, als wäre es gestern gewesen. Ich erinnere mich bis ins kleinste Detail. Er sah 2 gespenstische Gestalten, als er nahe seines Wohnorts in British Columbia im Auto fuhr. What the hell is that? Ich nehme an, es waren Vater und Sohn. Einer war in die Knie gegangen, um Wasser zu trinken, Pflanzen zu fressen oder ähnliches. Ich konnte seine Arme sehen, seine ganze Gestalt. Ich wusste damals nicht viel über sie, aber ich kam zu dem Schluss, dass es Bigfoot-Exemplare sein mussten. Auf keinen Fall waren es Menschen, dafür waren sie zu groß und zu massig. Und es waren mit Sicherheit keine Bären. Noch heute lässt Tim Martindale diese Begegnung nicht los. Alles verlangsamte sich, als ich das sah. Ich konnte es nicht glauben. Jetzt ist er einer von tausenden Amateurforschern, die nach jenem Lebewesen suchen, das allgemein Bigfoot genannt wird. Jeden Morgen gehe ich als erstes ins Internet und suche nach neuen Berichten. Das kostet mich im Durchschnitt etwa 4 Stunden täglich. Ich glaube nicht, dass sie sich einfach so zeigen. Ich werde ernsthaft danach suchen müssen. Sie sind sehr klug, deshalb sind sie uns so lange Zeit entwischt. Doch Tim Martindale sagt, es sei nicht seine einzige Begegnung gewesen. Mein Neffe und ich kamen gerade vom Fischen an einem See zurück, an dem Bigfoot schon gesehen wurden. Und wir machten ein paar Bilder vom Wald. Ein paar Wochen später sah ich sie mir an und dieses schwarze Objekt erschien auf dem Foto. Wir gingen dorthin zurück, aber da war nichts. Es könnte ein Bär, aber es könnte auch ein Bigfoot gewesen sein, wovon wir ausgehen. Das ist die Vergrößerung des schwarzen Objekts. Man kann deutlich einen Körper und einen Kopf sehen. Bestimmt nicht die Merkmale eines Bären. Die Straße führt hoch zum Lily Lake. Auf dem Bild ist mein Freund Todd. Und man sieht die Schrittweite des Tiers, das diese Fußspuren hinterlassen hat. Sie sind etwa 2 Meter voneinander entfernt.
Todds Schuh hat etwa Größe 44. Der Abdruck hat also eine Größe von 35 bis 40 Zentimeter. Ich wünschte, da wäre mehr Schnee gewesen, dann hätten wir einen Gipsabdruck machen können. Es ist die Größe, die mich so verblüfft. Tim Martindale hat zahlreiche Berichte zu Hinweisen aus dieser Region gesammelt. Dies hier sind zwei ausgewachsene Tiere. Sie wurden tags gesehen von Leuten, die auf einer Expedition waren. Dieses Pfeifen habe ich nachts gehört, nicht mehr als 10 bis 15 Meter von meinem Auto entfernt. Das Tier ging eindeutig auf zwei Beinen um unser Auto herum, zur Beifahrerseite, und machte wieder diese pfeifenden Geräusche. Augenzeugen wie Tim Martindale haben dazu beigetragen, John Bindernagel zu überzeugen, dass es Bigfoot tatsächlich gibt. Was er beschrieben hat, passt auf das Verhalten und die Anatomie eines großen, aufgerichteten Affen, ein reales Tier. Vor nur zwei Monaten wurde ein Ehepaar, das in derselben Region fischte, um 5.30 Uhr morgens geweckt, als große Felsbrocken in den Fluss geworfen wurden. Sie waren ganz schön entgeistert und werden dort wohl nicht mehr zelten. Wahrscheinlich war das Bigfoot. Das Werfen von schweren Gegenständen ist typisch für Bigfoot. Wir sprechen über ein Tier mit übermenschlichen Kräften. Die meisten Zeugen glaubten vorher nicht, dass Bigfoot existiere. Dann haben sie einen gesehen und müssen damit zurechtkommen. John Turtle ist Professor für Psychologie. Sein Spezialgebiet sind Augenzeugenberichte. Unsere gesamte Kultur, unsere Zivilisation ist voller Beispiele von Menschen, die sagen, sie hätten etwas gesehen. Der Durchschnittsmensch kann aus Gründen, die ihm oft nicht bewusst sind, glauben, etwas zu sehen, das in Wirklichkeit nicht da ist. Augenzeugen können sich täuschen. Nicht alle glauben sofort, Bigfoot zu sehen. Sie erzählen die Geschichte jemandem, der sagt, etwas Ähnliches ist mir letzte Woche auch passiert. Neben den biologischen Gründen ist es die Unzuverlässigkeit von Augenzeugen, die viele Wissenschaftler bezweifeln lässt, dass Bigfoot wirklich existiert. Es kommt mir unwahrscheinlich vor, weil nach so vielen Jahren keine handfesten Beweise für die Existenz dieses extrem großen Primaten aufgetaucht sind. Ist Bigfoot eine bloße Erfindung? Oder könnte er eine der größten Entdeckungen in der Geschichte der Biologie sein? Augenzeugenberichte sind jedenfalls keine Beweismittel, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügen können. Es ist keine Frage. Augenzeugenberichte sind nicht die zuverlässigsten Daten. Trotzdem muss man bedenken, dass es eine bemerkenswerte Übereinstimmung unter ihnen gibt und dass diese intensive Erfahrung von so vielen Menschen geteilt wird. Seit Jahrhunderten hat uns die Wissenschaft so weit gebracht, weil wir versucht haben, weg vom Individuum zu gehen, bei dem Versuch, die Welt zu verstehen. Die Zuverlässigkeit von Zeugenaussagen wird nun seit etwa 100 Jahren diskutiert. Wissenschaftliche Untersuchungen von Augenzeugenberichten vermehren die Zweifel an ihrer Zuverlässigkeit. Augenzeugen täuschen sich oft. Professor Turtle demonstriert durch ein Experiment ein Phänomen, das als Bahnung bekannt ist. Es zeigt, wie stark die Wahrnehmung durch das zuvor Gesehene beeinflusst wird. Ich sehe eine Ente. Was sehen Sie jetzt? Ich sehe eine Ente. Die Ente könnte auch ein Hase sein. Diese Demonstration zeigt, dass die Erfahrung, die man zu einem bestimmten Zeitpunkt hat, beeinflusst, was man sieht. Aber was ist mit Augenzeugen, die keine Enten oder Hasen gesehen haben wollen, sondern Bigfoot? Wir sprechen hier nicht über Menschen, die lügen, sondern über den Durchschnittsbürger, der aus Gründen, die ihm oft nicht bewusst sind, etwas zu sehen glaubt, das in Wirklichkeit nicht da ist. Doch warum sehen Menschen Bigfoot?
Das Beispiel der Bigfoot-Sichtung zeigt, dass unser Gehirn bei seinem Versuch, die Realität zu entschlüsseln, manchmal versagt und wir Dinge wahrnehmen, die nicht das sind, wonach sie aussehen. Dr. Bindernagel ist anderer Meinung. Seiner Überzeugung nach spricht es für die Augenzeugen, dass sie nicht an die Öffentlichkeit drängen. Es sind zwischen 100 und 200 Menschen, mit denen ich über ihren Augenzeugenbericht gesprochen habe. Sie sagen, ich will nicht, dass mein Name erscheint. Ich musste beim Zubettgehen die Lichter anlassen, weil ich solche Angst hatte. Dieser Stress entsteht dadurch, dass man ein Tier sieht, das angeblich nicht existiert. John Bindernagel hat vor mehr als 10 Jahren mit seinen Forschungen begonnen und er hält viel von den Zeugenaussagen. Für mich resultieren die überzeugendsten Beweise aus einer Kombination von Augenzeugenberichten und Spuren. Unter den Tausenden, die diese Kreaturen gesehen haben wollen, ragen Roger Patterson und Bob Gimlin heraus. Bei ihrem 59 Sekunden dauernden Film fragt man sich allerdings, ob es sich um authentisches Material handelt. Die beiden gingen oft im Norden Kaliforniens in die Berge. Dort wollen sie am 20. Oktober 1967 dieses frappierende Dokument Bigfoots aufgenommen haben. Das bedeutendste fotografische Beweisstück für Bigfoot ist der Patterson-Gimlin-Film. Und es ist eines der kontroversesten. Dr. Jeffrey Meldrum, Professor für Anatomie an der Idaho State University, ist einer der wenigen Hochschulforscher, die sich mit Bigfoot beschäftigen. Er ist ein anerkannter Wissenschaftler auf dem Gebiet der physischen Anthropologie und der Primatenforschung. Dr. Meldrum hat das Filmmaterial eingehend analysiert, mit Hilfe von Software, die das Bild verbessert. Ich denke, es ist ein sehr glaubwürdiges Dokument, das für die Existenz eines großen Primaten spricht. Der Patterson-Gimlin-Film bleibt ein Streitobjekt, vermutlich wegen seiner frappierenden Wirkung. Entweder ist das der endgültige Beweis oder, wenn es nur ein Mann in einem Fellanzug ist, einer der faszinierendsten Scherze, die sich je einer ausgedacht hat. Dr. Meldrum und andere Wissenschaftler haben auch die Gipsabgüsse der Fußspuren untersucht, die man auf dem Schauplatz des berühmten Filmes von 1967 fand. Der Anthropologe Grover Kranz fertigte die Abgüsse an. Er war einer der ersten Wissenschaftler, die sich gegen die herrschende Lehrmeinung wandten und die Existenz Bigfoots ernsthaft in Erwägung zogen. Die Smithsonian Institution stellte die Gipsabgüsse Dr. Meldrum zur Verfügung. We'll get this on the pedestal here. In einem Labor der Idaho State University wurden die Abgüsse gescannt und in virtuelle 3D-Modelle umgesetzt. Sie erlauben Rückschlüsse auf die anatomischen Merkmale des Fußes, der die Abdrücke verursacht haben könnte. Das sind die Zehenabdrücke. Man kann sogar sehen, in welchem Winkel die Zehen gebogen sind. Die Technologie, die uns jetzt zur Verfügung steht, erlaubt uns, diese Objekte auf eine Weise zu untersuchen, wie noch nie zuvor. Die Fußabdrücke geben, Dr. Meldrum zufolge, den besten Aufschluss über die körperliche Beschaffenheit des Tiers. Es ist das zweitbeste nach dem Fund eines Körpers, denn es ist eine reale Spur der physischen Existenz eines Tieres. Dr. Meldrum hat die Fußabdrücke vom Schauplatz des Films von 1967 mit über 200 anderen mysteriösen großen Fußabdrücken verglichen. Er besitzt die weltweit größte Sammlung von angeblichen Bigfoot-Spuren. Ihm zufolge zeigen die Abdrücke immer die gleichen anatomischen Merkmale, obwohl sie großenteils weit voneinander entfernt gefunden wurden. Dieses gemeinsame Muster sei ein Beweis für die Echtheit. Es ist keine zufällige Sammlung von seltsamen Spuren. Die große Mehrheit der von mir untersuchten Abdrücke gibt ein sehr konsistentes Bild vom Fuß eines großen Primaten. Dr. Meldrum hat die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass einige dieser Fußabdrücke gefälscht sein könnten. Doch er ist überzeugt, dass die überwältigende Mehrheit der Abdrücke echt ist. Ich denke, ich bin sehr gut in der Lage, zwischen einem Scherz und etwas sehr Glaubwürdigem zu unterscheiden. Die Spuren deuten darauf hin, dass es eine Spezies von riesigen Affen in Nordamerika gibt, die auf zwei Beinen gehen. Giant ape
on the North American continent. Mit den Fußabdrücken, zahlreichen Augenzeugenberichten und der spektakulären Filmaufnahme glauben die Bigfoot-Forscher eine Menge solider Beweise in der Hand zu haben. Aber ihre Kritiker verweisen auf Ungereimtheiten bei den Spuren. Diese Einsenkung entlang der Kante hier, warum ist sie anders als bei den anderen Abdrücken? Die Argumente der Skeptiker sind Dr. Meldrum längst bekannt. Doch seine Überzeugungen sind dadurch nicht zu erschüttern. Ich erinnere mich noch, wie ich zum ersten Mal Fußabdrücke im Boden sah. Mir standen buchstäblich die Haare zu Berge vor lauter Aufregung, dass da etwas dran sein könnte. Den meisten Wissenschaftlern ist das nicht genug. Bis wir greifbare Beweise finden, ist es für Wissenschaftler fast unzulässig, seine Existenz zu behaupten. Die These, es könne einen aufrecht auf zwei Beinen gehenden Affen in Nordamerika geben, wird mit einer Vielzahl von Argumenten bestritten. David Began, Paläoanthropologe an der Universität von Toronto, hat sich mit dem Thema eingehend beschäftigt. Ich bin nicht von der Existenz des Bigfoot zu überzeugen, bis ich echte Beweise sehe. Der Wissenschaftler forscht zu Frühmenschen und Primaten der Vorzeit. Es gibt Spekulationen, nach denen Bigfoot von einem Affen des Miozäns abstammen soll, der Gigantopithecus genannt wird. Auch David Began hat sich die Fußabdrücke, die entstanden sind, als der berühmte Patterson-Gimlin-Film gedreht wurde, genauer angesehen. Er macht Einwände geltend, die die Anatomie der fraglichen Füße betreffen. Hier kann man jede einzelne Zehe unterscheiden, als hätte jemand sicher gehen wollen, dass sie alle da sind. Wenn Bigfoot ein Verwandter der großen Affen ist, dann fragt sich, warum seine große Zehe nicht zur Seite zeigt, wie der Daumen an der Hand des Menschen. Alle anderen Primaten haben einen Fuß, der die Funktion einer Hand hat. Selbst große Berggorillas, deren Füße denen des Menschen am ähnlichsten sind, haben immer noch eine gegenüberliegende große Zehe, um zu greifen und zu klettern. Wenn Affen auf zwei oder vier Beinen gehen, benutzen sie die großen Zehen überhaupt nicht. Das ist einer der Gründe, warum sie diesen Fußwurzelknick haben. Der menschliche Fuß hat zwei Gewölbe, mit deren Hilfe wir uns beim Stehen oder Gehen aufrecht halten. Der Fuß ist eine starre Plattform mit einer flexiblen großen Zehe, mit der wir uns nach vorn abstoßen. Der Fuß eines Affen hat keine Wölbung und die Zehen werden nicht zum Abstoßen verwendet. Wie also biegt sich ein Affenfuß? Das Fehlen eines Gewölbes lässt sich nur mit Hinweis auf den Fußwurzelknick erklären. Das bedeutet, dass ein Gelenk in der Fußwurzel diese größeren Knochen mit den kleineren Knochen verbindet, die die Verbindung zu den Mittelfußknochen herstellen. Das ist das Fußwurzelgelenk. Dieser Knick verhindert, dass es bei einem Fußabdruck ein Gewölbe gibt. Das Fußwurzelgelenk der Affen erlaubt den Tieren, sich nach vorn abzustoßen. Es ist ihre Alternative zu einer beweglichen großen Zehe. Es ergibt keinen Sinn, wenn es einen Fußwurzelknick und eine große Zehe gibt, die an den anderen Zehen anliegt. Der Fußabdruck kombiniert also nicht nur die Merkmale eines Affenfußes und eines Menschenfußes, er tut es auf eine Weise, die nicht funktional zu sein scheint. Der Fußabdruck ist biomechanisch zweideutig und es gibt keine stützenden Beweise. Keine Fossilien, keine Knochen, nichts. Eine der auffälligsten Eigenschaften nach meinen Untersuchungen der Fußanatomie ist der sogenannte Fußwurzelknick. Auch Dr. Meldrum schließt aus den Abdrücken, die er analysiert hat, auf ein Fußwurzelgelenk, wie es Affen besitzen. Der Bigfoot-Fuß ist wirklich faszinierend, weil in ihm die affenähnliche Eigenschaft der Fußwurzelflexibilität erhalten zu sein scheint, während er gleichzeitig an die Fortbewegung auf zwei Beinen angepasst ist. Affen gehen auf zwei oder vier Beinen und sie brauchen ihre großen Zehen dabei überhaupt nicht.
Das ist einer der Gründe, warum sie den Fußwurzelknick haben. Was mich wundert, ist diese große Zehe, die nur für Menschen charakteristisch ist. Der menschliche Fuß ist eine eher starre Plattform, die benutzt wird, um unser Körpergewicht über ziemlich ebenes Gelände fortzubewegen. Affenfüße und die Füße von Bigfoot sind flexiblere Plattformen, die eine größere Anpassung an die Unregelmäßigkeiten des Bodens erlauben. Aber wenn ein riesiger urzeitlicher Primat vor Jahrtausenden aus Asien nach Nordamerika gewandert wäre, bliebe immer noch die Frage, wovon er sich dort ernährt. Dies ist eine Nahrungswüste für einen Affen. Nina Jablonski ist Anthropologin und spezialisiert auf die Evolution der Primaten und Menschen. Aufgrund der Umweltbedingungen kann Bigfoot einfach nicht existieren. Eine Anpassung an die nordamerikanische Umwelt hält Nina Jablonski für ausgeschlossen. Affen sind Lebewesen mit relativ großen Körpern, aber vor allem haben sie große Gehirne. Um die mit Energie zu versorgen, müssen Affen ziemlich energiereiche Nahrung zu sich nehmen. Wie könnten diese Tiere in einer Umwelt leben, die so arm an qualitativ hochwertiger Nahrung ist? Die geeignete Nahrung ist aber nur ein Aspekt. Jablonski wirft auch die Frage auf, wo Bigfoot eigentlich schläft. Wenn große Affen im Wald leben, bauen sie Nester, in denen sie schlafen und sicher sind. Wir haben in den Gegenden, in denen Bigfoot angeblich leben soll, nie so etwas wie ein Schlafnest gefunden. Um den Winter in Nordamerika zu überleben, müsste Bigfoot nach Meinung der Anthropologin etwas tun, was für Affen unmöglich ist: Winterschlaf halten. Kein Primat, den wir kennen, hat die Fähigkeit, Winterschlaf zu halten. Das ist ein ernsthaftes Problem. Wenn man nicht Winterschlaf hält, kann man dem Nahrungsmangel nicht ausweichen. Dann wird man ganz schnell sehr dünn oder man stirbt. Deshalb denke ich, Bigfoot ist eine physiologische Unmöglichkeit. Aber selbst wenn man annehmen will, dass Bigfoot die Fähigkeit entwickelt hat, sich den kargen Bedingungen anzupassen, warum gibt es nicht mehr greifbare Beweise seiner Existenz als ein paar Fußspuren? Forscher haben nach diesem Tier mit großer Energie und Ausdauer die letzten 50 Jahre über gesucht und keine überzeugenden Spuren gefunden. Warum finden wir keinen Kot? Warum keine Haare? Doch die entscheidende Frage bleibt für Nina Jablonski und andere Wissenschaftler, wovon Bigfoot sich im kalten Nordamerika ernähren könnte. Ein Tier mit einem relativ großen Gehirn, wie Bigfoot es haben müsste, kann hier nicht überleben. Große Gehirne brauchen eine Menge Energie. Kalte oder in der Temperatur schwankende Regionen außerhalb der Tropen bieten nicht die Nahrung, die die Tiere mit ausreichend Energie versorgen könnte. John Bindernagel, der das Verbreitungsgebiet des Bigfoot jahrelang erforscht hat, ist anderer Meinung. Dies hier ist ein klassischer Bigfoot-Lebensraum der Westküste. Zusätzlich zu den Beeren, Wurzeln und Sukkulentenblättern im Frühjahr gibt es Lachs im Herbst und Fisch und Krebse an der Küste. Es ist ziemlich reichhaltig. Selbst wenn es theoretisch möglich ist, dass ein Affe sich an die Umweltbedingungen des nordwestlichen Pazifikraums angepasst hat, dann heißt das noch lange nicht, dass es wahr ist. Doch Bigfoot soll noch eine weitere Eigentümlichkeit des Verhaltens aufweisen, die erklären würde, warum man ihn so selten sieht. Er soll nachtaktiv sein. Aufgrund der großen Zahl der nächtlichen Begegnungen mit Bigfoot ist es möglich, dass er nachtaktiv ist. Doch es wäre der erste nachtaktive große Affe, den die Biologie kennt. Alle nahen Verwandten von Bigfoot, die heutigen Affen, sind tagaktive Tiere. Um die Nahrung zu finden, die sie brauchen, die energiereichen Früchte, müssen sie in der Lage sein, Farben im Wald zu erkennen. Große nachtaktive Tiere weisen Spezialisierungen der Augen auf, die ihnen erlauben, so viel Licht wie möglich zu sammeln, damit sie nachts gut sehen können.
Die Augen müssten einen Durchmesser von 10 cm haben. Das passt nicht zum Erscheinungsbild der höheren Primaten. Viele glauben, dass Bigfoot ein fehlendes Bindeglied zwischen Affe und Mensch sein könnte. Er soll vom Gigantopithecus abstammen, einem riesigen Affen, der vor über 300.000 Jahren in Asien lebte. Könnte er über eine Landbrücke, die nicht mehr existiert, nach Nordamerika gewandert sein? Wir haben einen Kandidaten, der Bigfoots Vorfahre sein könnte und die passende Größe zur passenden Zeit hatte. Er könnte leicht nach Nordamerika gewandert sein. Nichts deutet darauf hin, dass der Gigantopithecus, wenn er Bigfoot wäre, sich außerhalb der tropischen Regionen verbreitet oder es nach Nordamerika geschafft hätte. Sei es während der letzten Eiszeit oder zu irgendeiner anderen Zeit. Außerdem bleibt die Frage, warum niemals sterbliche Überreste eines Bigfoot gefunden wurden. Wenn große Affen in von Menschen bewohnten Regionen leben würden, fänden wir Knochen oder Fossilien. Dafür könnte es eine einfache Erklärung geben. Knochen zersetzen sich, Zähne versinken im Boden. So etwas hält sich nicht lang. Er steht an der Spitze seiner Nahrungskette. Wenn er stirbt, zerflettern Aasfresser den Körper und die Knochen werden verstreut. Die Knochen halten sich nicht sehr lange, denn die feuchten Nadelwälder haben bekanntlich saure Böden, die die Konservierung von Knochen oder Fossilien nicht begünstigen. Man findet Knochen von anderen Säugetieren, vor allem von Bären in diesen Böden, die angeblich Knochen nicht gut erhalten. Ich arbeite an einer Fossilienfundstelle in Ungarn, einem Sumpf mit sehr saurem Boden, 10 Millionen Jahre alt und voll von Knochen. Die Anhänger der Bigfoot-Theorie verweisen darauf, dass manche Primatenfossilien äußerst selten sind. Obwohl Schimpansen seit über 7 Millionen Jahren Afrika bewohnen, haben wir bis letztes Jahr überhaupt keine Fossilien eines Schimpansen in Afrika gefunden. Es gibt in der Tat keine bedeutenden Fossilienfunde für große Affen, außer dem jüngsten Fund von Schimpansenzähnen. Aber das tut nichts zur Sache. Wir haben tausende von Gorilla-Exemplaren, aber keinen einzigen Bigfoot. Auch wenn es keine Bigfoot-Überreste gibt, bleibt noch der kontroverse Film. 1967 wollten Roger Patterson und Bob Gimlin Berichte überprüfen, nach denen Bigfoot in der Nähe von Bluff Creek im Norden Kaliforniens gesichtet wurde. Nach beinahe 2 Wochen in den Wäldern behaupten sie, der unglaublichen Kreatur begegnet zu sein und die ersten Bigfoot-Bilder auf Film gebannt zu haben. Seitdem sind diese Aufnahmen immer wieder untersucht worden. Obwohl ich dieses Material hunderte, wenn nicht tausende Male untersucht habe, verblüfft mich seine Bedeutung immer wieder. Der führende Bigfoot-Forscher Jeffrey Meldrum hat eine digital überarbeitete Kopie des Films analysiert. Die vergrößerte Version des Patterson-Gimlin-Films bringt mehr Klarheit. Für Dr. Meldrum zeigt der Film keinesfalls einen Mann in einem Fellanzug. Mich berührt es, dass hier ein Tier in seiner natürlichen Umgebung abgebildet ist. Und noch etwas erscheint auffallend. Die Bewegung des Schulterblatts unter der Haut, die Lage bestimmter Muskeln in Schultern und Armen. Die Untersuchung der Fußspuren und die Art, sich zu bewegen. Für Jeffrey Meldrum klare Argumente für die Existenz des Bigfoot. Bemerkenswert und ungewöhnlich an diesem Film ist für mich die Bewegung der Füße unterhalb der Knöchel. Alle Versuche, Kostüme herzustellen, stoßen bei den Füßen an ihre Grenzen. Dazu kommt die Flexibilität der Füße, die so gut in Einklang mit den Fußabdrücken steht, die in dem Gebiet gefunden wurden. Die Art, sich zu bewegen, aber auch sein Gang, würde weder für einen Menschen noch für einen Affen sprechen.
Das sind die Gründe. Die Weichheit und die Subtilität des Gangs und gleichzeitig die massive Erscheinung des großen Körpers. Gemeinsam mit Dr. Meldrum wollen wir ein ungewöhnliches Experiment veranstalten, um seine These auf die Probe zu stellen. Könnte ein Mann in einem Kostüm sich so bewegen, wie man es im Patterson-Gimlin-Film sieht? Die Institutsleiterin Dr. Jessica Rose und der orthopädische Chirurg Dr. Jim Gamble werden das Experiment auswerten. Es findet im Labor für Bewegungs- und Ganganalyse an der Stanford University statt. Das Labor ist spezialisiert auf die Analyse des Gehvermögens von Kindern mit Behinderungen. Bewegungen werden zu diesem Zweck in 3D-Animationen festgehalten. Jetzt wird sich die renommierte Klinik mit einem ungewöhnlichen Patienten befassen. Bigfoot. Es ist eine aufregende Frage, ob ein Mensch den Gang auf dem Film von 1967 nachahmen kann. Das Einzige, was wir von Bigfoot kennen, ist seine Art zu gehen und die Fußabdrücke. Ich bin fasziniert von der Möglichkeit, sich das genauer anzusehen. Wir haben einen Schauspieler, der versucht, die Haltung und den Gang nachzuahmen, die man in diesem Film sieht. Vor dem Experiment wird der Film mehrfach vorgeführt. Sehen Sie, wie die Arme schwingen? Es ist keinerlei Spannung in den Armen. Die Beugung der Knie ist ein kritischer Punkt. Es scheint anstrengend zu sein, die Füße beim Anheben zu entlasten. Er kann den Fuß kaum entlasten, wenn er ihn hebt. Und die Kopfhaltung. Das Team berechnet auch die Schrittweite des berühmten Wesens. Sehen wir, ob wir den Bigfoot-Gang nachahmen können. Das erste Experiment wird ohne Kostüm durchgeführt. Der Schauspieler versucht nur, den Gang zu imitieren. Die Koordination der verschiedenen Bewegungen ist durchaus eine Herausforderung. Allmählich kommen alle Eigenarten des Gangs zusammen. Dr. Meldrum ist erstaunt über die körperliche Anstrengung, die dafür nötig ist. Das war für mich interessant. Man sieht, wie schwer es für einen Menschen ist, die Haltung nachzuahmen, die wir im Film sehen. Es liegt nicht außerhalb des Menschenmöglichen, aber es braucht zweifellos einen erheblichen Kraftaufwand. Alles wird auf Video festgehalten und analysiert, um zu bestimmen, wie nahe die Bewegungen des Schauspielers denen Bigfoots kommen. Da der Rumpf gebeugt ist oder nach vorn gelehnt, kann diese Kreatur nicht in der Lage sein, den ganzen Tag aufrecht zu gehen. Die Darbietung von Bronston ist großartig. Ich finde, das war toll, wie er versucht hat, die Bewegungen im Bigfoot-Film nachzuahmen. Das wirft die prinzipielle Frage auf, um die es hier geht. Kann jemand in einem Kostüm diese Leistung erreichen? Ein Mensch kann die Bewegungsparameter von Bigfoot erreichen. Das ist die wichtigste Folgerung. Der Schauspieler wird noch einen weiteren Versuch machen, Bigfoots Gang zu imitieren. Diesmal in einem wuchtigen Kostüm. How does that look? Wie sieht das aus? This is why they called him Bigfoot. Darum heißt er Bigfoot. Um präzise Daten zu erhalten, werden 25 reflektierende Markierungen an dem Anzug angebracht. Und noch einmal, der Bigfoot-Gang. Der Anzug könnte die Unterschiede im Gang verursacht haben. Wenn er sich nach vorn lehnt, scheinen die Füße noch mehr im Weg zu sein. Nicht steif, sondern entspannt. Mit unbewaffnetem Auge sieht es ganz nach Bigfoot aus.
Definitiven Aufschluss wird erst die Analyse der Daten im Computer bringen. Ich denke, es ist ein Volltreffer. Soweit wir sehen konnten, kam sein Gang dem des Bigfoot sehr nahe. Auf dieser Basis lässt sich nicht bestimmen, ob es ein Tier ist oder jemand in einem Anzug. Die Nachahmung dieses Gangs wäre für einen Menschen möglich. Wenn jemand übt, so zu gehen, nach dem Vorbild, das wir im Bigfoot-Film gesehen haben, dann kann er diese Art zu gehen nachahmen. Ich war überrascht, dass unsere Testperson einige Aspekte des Bigfoot-Gangs, den man auf dem Patterson-Film sieht, so leicht nachahmen konnte. Tatsache ist freilich auch, dass es nicht perfekt gelungen ist, den Gang des Wesens im Film nachzuahmen. Wir haben nicht alle Variablen und nicht alle Antworten. Dass ein Mensch den Gang nachahmen konnte, heißt noch nicht, dass es ein Mensch im Kostüm war. Dr. Meldrums Überzeugung, dass der Patterson-Gimlin-Film einen echten Bigfoot zeigt, ist unerschüttert. Die Resultate des heutigen Experiments haben keine ernsthaften Zweifel über die Glaubwürdigkeit des Films bei mir ausgelöst. Andere Wissenschaftler, die den digital vergrößerten Film ebenfalls gesehen haben, glauben nicht, dass er einen schlüssigen Beweis liefert. Der Gang ist seltsam, weil die Proportionen dieses Tieres denen eines modernen Menschen ähneln. Trotzdem scheint der Gang ganz unähnlich. Aber der Gang erinnert auch nicht an den heutigen Affen. Es bewegt sich wirklich auf völlig anormale Weise. Es ist kaum zu glauben, dass dies wirklich Tiere sind, weil sie anatomisch so inkonsistent erscheinen. Sie widersprechen allen Erwartungen. Die Bilder von Bigfoot passen nicht zu unseren Annahmen über einen großen Primaten, der im Wald lebt. Auch den Paläoanthropologen David Biegun können die Filmaufnahmen nicht von der Existenz einer bislang unbekannten Primatenart überzeugen. Ich kann nicht erkennen, dass es hier einen besonderen Gang gibt, der nicht durch das Tragen eines sehr unkomfortablen, wuchtigen Anzugs verursacht worden sein könnte. Wie viele meiner Kollegen glaube ich, dass den Bildern zu viel Bedeutung zugemessen wird. Jeffrey Meldrum lässt sich nicht beirren. Für ihn ist der Film authentisch. Meiner Überzeugung nach entbehrt die Behauptung, es sei ein Scherz jeder Grundlage. Alle meine Erfahrungen deuten auf die Glaubwürdigkeit dieses faszinierenden Dokuments. Meldrum ist auch überzeugt, dass das Experiment seine Position gestärkt hat. Es hat die Diskussion des Films wiederbelebt, der jetzt fast 4 Jahrzehnte alt ist. Und wenn ein Kostüm in dem Film von 1967 verwendet worden sei, hätte es außerordentlich raffiniert sein müssen, so der Wissenschaftler. Auch meine beiden Kollegen waren davon beeindruckt. Das Kostüm, das wir heute verwendet haben, war ziemlich gut gemacht. Trotzdem sah man nicht die anatomischen Details, die man im Patterson-Gimlin-Film sieht. Vielleicht kann ein nicht-akademischer Experte weiterhelfen. Je öfter ich es sehe, desto mehr denke ich, der Kopf ist falsch. Es ist eine Bastelarbeit und keine besonders gute. Dick Smith ist einer der berühmtesten Maskenbildner Hollywoods. Ich meine, es ist ein Scherz. Smith wurde berühmt durch die Filme Amadeus und Der Exorzist. Das sieht aus wie eine Nase, dort wo die menschliche Nase wäre. Wie hoch der Schädel ist. Er hat eine Menge Haare. Die Fußsohlen sind nicht ganz weiß, haben aber eine helle Farbe, die keine Variationen zeigt. Ich würde sie kräftig bemalen, damit sie dreidimensional geformt aussehen. There's nothing in there.
Meiner Meinung nach deutet nichts darauf hin, dass das etwas anderes ist als ein großer, massiger Mensch in einem Anzug. Jahrzehntelang sind Gerüchte in Hollywood kursiert, wer diesen Anzug gemacht haben könnte. Johnny Chambers, der ein berühmter Maskenbildner war und den Planet der Affen gemacht hat, war es meiner Meinung nach nicht. Ich halte das für das Werk eines Amateurs. Chambers liebte das Geheimnis und sicherlich den Ruhm. Daher ließ er die Leute glauben, er sei es gewesen. Ob der Bigfoot im Patterson-Gimlin-Film nun echt ist oder nicht, die große Mehrheit der Experten verlangt weiterhin nach handfesteren Beweisen. I will not be convinced. Ich lasse mich nicht davon überzeugen, dass es etwas wie den Bigfoot gibt, bevor ich nicht entweder einen Kadaver oder Knochen sehe. Ich halte es für sehr wichtig, dass sich Wissenschaftler an der Diskussion um die Existenz von Bigfoot beteiligen und ihre wissenschaftliche Einschätzung mit einbringen. Wenn wir das Skelett endlich haben, werden die Leute sagen, was wissen wir darüber? Warum hat die Wissenschaft das nicht zu sehen bekommen? Die wenigen Wissenschaftler, die sich weiterhin mit Bigfoot befassen, verfügen über geringe Mittel und sie riskieren ihre Reputation. Viele meiner Kollegen sind überrascht, wenn nicht gar schockiert von Dr. Meldrums Enthusiasmus. Die große Überzeugung von Jeffrey Meldrum hat ihre Ursache in einer persönlichen Begegnung. Wir sind zu zweit in ein entlegenes Gebiet gefahren, um nach Spuren rings um die Seen zu suchen, die in der Sommerhitze teilweise ausgetrocknet sind. Während dieser Exkursion hörten wir interessante Laute in den frühen Morgenstunden. Darauf folgten Trittgeräusche eines Zweibeiners. Es waren weiche Tritte, nicht die von harten Hufen. Sie kamen in unser Lager. Tatsächlich streifte etwas die Regenplane und traf die Zeltstange, sodass ich mein Zelt zu drehen begann. Ich sprang heraus, so schnell ich konnte. Neben dem Zelt war ein 40 cm großer ovaler Abdruck im Gras, an einer der wenigen Stellen, wo ein Abdruck überhaupt möglich war. Viele Menschen haben in der Geschichte der Erforschung der menschlichen Evolution Risiken auf sich genommen. Sie sind verspottet und lächerlich gemacht worden für Theorien, die sich als zutreffend erwiesen haben. Es gibt viele Beispiele dafür. Ich sage nicht, dass Dr. Meldrum recht hat, aber ich bewundere ihn dafür, dass er diese Risiken eingeht. Und ich bewundere ihn dafür, dass er das Thema so hartnäckig verfolgt hat. Ich kann jetzt nicht mehr zurück. Es wäre unglaubwürdiger, das alles aufzugeben, als weiterzumachen und nach dem endgültigen Beweis zu suchen. Die Debatte wird weitergehen. Nur in einem Punkt stimmen die Wissenschaftler überein. Wenn sich herausstellen sollte, dass es das Tier namens Bigfoot wirklich gibt, wird das die Grundlagen der Evolutionsbiologie erschüttern. Wenn je ein Beweis für Bigfoots Existenz gefunden wird, wenn ein Tier gefangen wird, wäre das ein phänomenal bedeutsames Ereignis. Ein Weckruf, dass es tatsächlich noch immer Dinge zu entdecken gibt.